Okay, auf ein neues. Jetzt bin ich schon mal gespannt, wie lange ich an dem jetzt hocken werde. Ich warte kurz, bis sie mir Platz gemacht haben. Kann ich jetzt halt mal kurz nutzen, um was zu trinken. Jetzt ist Platz. Oh nein! Ah! So. So an sich finde ich den Boss cool, so optisch und wie er und seinen Auftritt, den er hat. Aber der erscheint mir ein bisschen groß. Warum ist jetzt? Ich mach nix. Controller, bitte. Ich habe besser durchgehalten. Ich weiß zwar absolut nicht wie. Ich bin einfach gerollt und es war wohl irgendwie richtig. Muss ich ehrlich sagen, das war pures Glück, dass der mich getroffen hat. Aber dass der mich da einfach frisst und die Scharlachfäule in mich reinjagt, das fand ich nicht schön. Ich warte kurz. Bis sie mir wieder Platz machen. Das sollte reichen. Ich muss da unten noch die Truhe aufmachen. Meint ihr, ich kann den vergiften? Ich meine, der ist so groß, der wird ja immer irgendwo in der Giftwolke drin sein. Ach, kann ich da eine Asche beschwören? Ich weiß es zwar nicht, aber ich werde es mal ausprobieren. Also ich packe es mir zumindest schon mal unten rein. Ich meine, es wird fast keinen Unterschied machen, weil das Vieh so unkontrolliert in die Gegend rumspringt. Und so alles und jeden in dem Raum trifft, so gefühlt. Aber vielleicht.
gucken wir uns das Ganze doch mal nochmal an. So. Bitte lass mich einen Arsch beschwören. Ja. Nein, ich bin gerollt! Ich bin gerollt! Oh nein! Okay. Aber die Asche überlebt länger, als ich dachte. Die überlebt länger als ich. Das ist schon mal super. Ich geh jetzt. Nee, Kollege. Nein. Nein. Geh einfach weg. So. Auf ein neues. Ich sehe nichts. Nein! Trink doch! Dieser Boss geht mir sehr hart auf den Sack. Okay, den Heilzauber kann ich mir sparen. Der macht viel zu viel Schaden, als dass er mich irgendwie rettet. Auch kurzzeitig. Ich werde immer eine Heilung brauchen müssen. Und ihr nervt mich auch. Geht bitte runter. Geht einfach weg.
sollte ausreichen. Wie gesagt, die Truhe da unten will ich ja auch noch haben, ne? Okay, go. Da rennt mir doch schon wieder einer hinterher. Von den Schlingeln. Nee. Ich will den Boss jetzt machen. Lass mich an den Kopf. Lass mich bitte an den Kopf. Ohne Scheiß. Ich muss ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich dem jetzt... Dieser Scheiß-Controller, ne? Der regt mich so auf. Auch wenn es jetzt zweimal schon ziemlich gut ausgesehen hat... Kann ich nicht von mir behaupten, ich weiß, was passiert. Das ist eher so ein bisschen instinktiv, dass ich zur richtigen Zeit rolle und so. Aber nicht, weil ich wirklich sage, ich habe voll die Ahnung, wie der Boss funktioniert. Och, und die nerven mich halt auch. Aber ich weiß genau, was die Entwickler hier wollen. Man hat keinen Bock zu warten, also rennt man durch und kriegt irgendwo irgendeinen Schlag ab. Und der versaut einem dann im Bosskampf. Dieser eine Treffer, den man kassiert hat. Und genau darauf gehe ich jetzt ein. Ich bin nämlich sehr ungeduldig. Und es hat zum Glück funktioniert.
Nein, Controller, bitte. Wieso bricht da ständig dieser verdammte Kontakt ab? Ich kann nichts machen. Ach komm, bitte. Ich schau mich schnell mal was sehen. Meine Ruhe. Jetzt lass mich sofort an den Kopf ab. So, was Neues. Hat er eine zweite Phase? Nein, ich muss weg. Boah, ist dieser Typ ätzend. Alter, ist der Typ ätzend. Also die zweite Phase war doch jetzt echt nicht nötig. Oh nein! Explodiert er auf einmal da rum, ey? Naja. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu früh losgelaufen. Das sollte klar gehen. Ich habe keine Ahnung, was hier in diesem Bosskampf passiert. Ich raff's einfach. Also doch, so das ein oder andere Angriffsmuster habe ich mittlerweile schon verstanden, aber... Ja. Und wieder warten. Das tut mir sehr leid. Ich bin unschuldig an dieser Situation. Oh, ich hätte den doch eben einfach mal besiegen können. Das sah es doch schon gar nicht so schlecht aus. Habe ich noch Dinge? Ich probiere mal das Magiezeug aus. Ich meine, das habe ich hier gefunden. Vielleicht ist er ja anfällig gegen Magie.
Ja, spring du mal runter, lass mir meine Ruhe. Und los geht's. Mir rennt doch schon wieder einer hinterher, oder? Hat sich das gerade nur so angehört. Nee, einfach nee, sorry, aber nee. Oh Mann. Okay, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Magie so viel mehr Schaden macht. Benutze mal das. Mal gucken, vielleicht hilft es mir ja. Jungs, hier steht mir im Weg. Ich glaube, ich habe eben auch meine Runen nicht eingesammelt. Von daher ist jetzt ziemlich egal, was passiert. Das waren aber schon ein paar. Ich glaube, es waren ein paar 30.000 oder so. Ich bin gerollt. Ich bin wieder gerollt. Das passiert das Spiel einfach nicht. Und ich kann jetzt halt mal sagen, ob mir das Fleisch hier weiterhin, weil ich keinen einzigen Schlag durchgebracht habe. Herzlichen Glückwunsch. So eine Scheiße. Ich will nicht wieder so einen Boss haben, in dem ich folgenlang nur gegen den kämpfe. Ich will das nicht. Okay. Und tschüss. Ja, das macht mehr Schaden. Jetzt schon ein paar Mal gar nicht mal so schlecht. Wieso scheiße ich denn jetzt so extrem rein? Ey, davon kann ich mir sogar tatsächlich einige machen. Geil. So. Okay. Ich meine, das ist gut. Ich glaube, dieser Effekt hält nicht lange an, aber ich kann bei dem Boss in der richtigen Situation schon viele Schläge durchbringen und dadurch dann schon in kurzer Zeit viel Schaden machen. Und ich glaube, wenn ich gegen den in kurzer Zeit viel Schaden mache, überlebt auch meine Asche entsprechend länger. Und ich glaube, zumindest in der Theorie, dass es ganz gut funktionieren kann. Aber schauen wir mal.
Kopf da. Nein! Ich sehe halt nichts, wenn man. Wenn der. Ah. Okay, einfach so viel Schaden rausknallen wie möglich. Ich habe doch jetzt ganz viele neue Geisterblumen-Dinger. Kann ich nicht einfach die Asche noch mal ein bisschen aufwerten? Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Und dann kann der auch noch mal ein bisschen mehr Schaden machen und vielleicht auch ein bisschen mehr aushalten. Vielleicht. Wo war die gute Frau? Erstmal bitte die Bedingungen angucken. Greetings. Do you Hallo. Hear the spirit? Ja. Eine Stufe 5 Lilie, die ich nicht habe. Well, I took you no matter to lay out your arms. Oh, die Waffe könnte ich verstärken. Da hätte ich den auf 17. Mmh. 3000 Runen, wo kriege ich die her? Wie viel habe ich hier? Wie viel kriege ich für dich? Okay, das sieht gut aus. Das sollte reichen. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mehr kann ich hier jetzt auch nicht machen. So. Nein, da bin ich falsch. Da will ich hin. Nein. Da ist ja eine Gnade im Dungeon selbst. Okay.